Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen, in meiner Spezialsprechstunde begrüße ich Sie heute zum Thema richtiges Aufstoßen. Vor allem gedacht für die Eltern von Kindern, die sich damit schwer tun. Denn das Aufstoßen soll ja die Luft aus dem Magen nach außen fördern und damit eventuelle Beschwerden, wie man ja auch Blähungsbeschwerden, Blähungsschmerzen, Blähungen nennt, dass diese Beschwerden gar nicht erst auftreten. Mit dieser Technik, Sie sehen das hier auf diesem Foto, werden Sie in der Regel Ihr Kind versuchen zum Aufstoßen, zum Bäuerchen machen, zu bringen. Und bei den meisten Kindern funktioniert es auch ganz gut. Aber wenn das nicht funktioniert, dann leiden die Kinder. Wie kommt es übrigens zu dieser Luftansammlung? Wenn Sie genau beobachten, wenn ein Kind trinkt, kann man das manchmal hören. Sie saugen, wenn sie entsprechend gierig an der Brust saugen, gerne manchmal etwas Luft mit hinein. Diese Luft ist dann im Magen und wenn sie nicht wieder nach oben befördert wird, drückt sie auf den Bauch. Sie geht dann in den Dünndarm und in den Dickdarm und geht dann hinten irgendwann als entsprechende Winde dann wieder ab. Aber zwischenzeitlich wird das Kind geplagt. Wenn es also richtig zum Aufstoßen käme, dann könnte man dem Kind unnötige Beschwerden ersparen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie ich meine, dass Sie es auf jeden Fall versuchen könnten, Ihr Kind doch noch zum Aufstoßen zu bringen, wenn es sich damit schwer tut. Und zwar müssen Sie sich trauen, keine Angst, das funktioniert, Ihr Kind über die Schulter zu legen. So, wie Sie es auf diesen Bildern sehen. Der Magen des Kindes liegt quasi auf dem Schulterdach. Der Kopf ist gefühlt in Gürtelhöhe und ganz wichtig, dass Sie das Kind fixieren mit einer Hand am Oberschenkel, so wie Sie das auf diesen Bildern sehen. Sie können jetzt langsam spazieren gehen mit dem Kind und mit der anderen freien Hand sachte auf den Rücken klopfen. Keine Angst, Sie werden merken, Ihr Kind genießt diese Position. Es ist also keineswegs so, dass Sie damit dem Kind irgendwelche Beschwerden bereiten. Und sinnvoll ist es auch, wenn Sie ein Tuch über die Schulter legen, denn meistens kommt mit der Luft dann auch etwas Mageninhalt hervor. Ich gebe Ihnen also den Tipp, versuchen Sie es auf diese Weise und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Nabelpflege. Sie wurden von der Hebamme darauf hingewiesen, Finger weg vom Nabel. Und das gilt auch in der ersten Zeit, aber irgendwann eben nicht mehr. Verstopfte Nase oder die behinderte Nasenatmung. Vor allem für kleine Babys ein Riesenproblem und damit auch für die Eltern. Ich teile dieses Video einmal in genau diesen Bereich der kleinen Kinder und in den Bereich der größeren Kinder.